Ja, Gott sei Dank, das hätte jetzt mein Weltbild zerstört, wenn du mir gesagt hättest, Christoph Maria Herbst ist Absolut. nicht sympathisch. Halleluja. Ja, da war ich Super. auch. Also sehr, sehr tolle Männer. Absolut, Cool. ja. Super, ja, vielen Dank, dass du dir ein bisschen Zeit nimmst für heute, Ja, dass wir ein bisschen gerne. quatschen können. Meine erste Frage, ich sage das immer dazu, ist wieder der Klassiker. Wie geht's dir denn momentan? Erzähl mal ein bisschen. Bei dir ist ja gerade eine ziemlich spannende Zeit, glaube ich, ne? Genau, ja, mir geht es sehr gut, weil wir am Dienstag unsere Kinopremiere hatten und kann nicht klagen. Aber wie geht's dir denn? Das ist immer so nett. Vorhin hat mich auch schon jemand gefragt, wie geht's dir denn? Erzähl mal so die Gegenfrage. Nein, mir geht's auch sehr gut. Vielen lieben Dank. Das ist schön. Alles super. Aber ich glaube, bei dir ist es gerade ein bisschen spannender. Lass uns doch mal über die Kinopremiere sprechen. Dann macht Es ist das. nur eine Phase, Hase, ne? Genau, richtig. Magst du mir mal, wie fangen wir denn am besten an? Also ich habe den Film noch nicht gesehen, aber ich habe mir durchgelesen, worum es geht. Magst du mir mal ein bisschen oder den anderen auch mal ein bisschen erzählen, ja, was ist denn so die Haupthandlung von dem Kinofilm? Genau, also bei Es ist nur eine Phase, Hase, das ist eine Buchverfilmung und da geht es quasi um die Alterspubertät. Also quasi, was uns im späteren Alter, wenn man Kinder hat, wenn man irgendwie auf, weiß ich nicht, die 60 beispielsweise zugeht, Haarausfall, was für Probleme auf einen zukommen. Und das haben wir komödiantisch verfilmt, was ja sehr, sehr witzig geworden ist. Hoffe Okay. ich mal. Und we welche Rolle spielst du? Ich spiele die Rose und zwar bin ich quasi in dem Film die erste Freundin sozusagen von Jürgen Vogel, wenn man das so ein bisschen schon Ah, vorwegnimmt. okay. Genau. Super. Genau, der ist quasi der beste Freund von dem Hauptdarsteller sozusagen und begleitet ihn quasi so ein bisschen durch die Probleme, die Christoph Maria Herbst in dem Film hat. Ja. Ach so, ja genau, der ist so ein bisschen berät, ne? Also, was Genau, man so der immer so ein rausgelesen bisschen hat. zur Seite steht, wenn es Probleme gibt und so. Also es ist ganz, ganz witzig gemacht. Und Ja. es ist auch interessant, weil für mich war das super, das Drehbuch zu lesen und einfach mal zu erfahren, okay, was kommt eigentlich alles noch so auf uns zu beim Älterwerden? Und Ja. da muss ich sehr, sehr viel schmunzeln. Wie hast du denn, jetzt kann ich die Frage ein bisschen vorziehen, weil es passt gerade so schön. Wie hast du denn Ja. so die Zusammenarbeit mit dem Jürgen Vogel und mit dem Christoph Maria Herbst erlebt? Ich meine, das sind ja echt zwei super Schauspieler, super bekannt auch. Absolut. Wie hast du das so erlebt? Wie waren die so am Set? Also ich muss sagen, ich kannte Christoph Maria Herbst vorher gar nicht. Also ich Mhm. natürlich wusste ich, wer er ist, aber ich bin nie auf ihn persönlich getroffen. Ja. Und als wir dann zusammen gearbeitet haben, ich war positiv überrascht. Also so ein super bodenständiger, lieber Mann. Und ich hatte immer so ein bisschen dieses, ja, in ihm steckt Stromberg ganz extrem. Und das, weil das ist es einfach irgendwie so. Jeder Ja. verbindet ihn, zumindest ist es bei mir so ganz krass mit Stromberg. Und als mir Christoph dann das erste Mal in der Maske begegnet ist und ja, einfach diese Normalität und dieses, also einfach ein ganz, ganz netter Mann. Also wirklich Cool. war sehr, sehr überrascht. Und Stromberg steckt ein Stückchen in ihm, muss man ehrlich sagen, aber er ist einfach ein super, super toller Mensch. Also Ja. sehr, sehr bodenständig, sehr lieb, also sehr toll. Und bei Jürgen, das ist ganz witzig, ich habe Jürgen kennengelernt frisch mit 18. Und es war durch Zufall aber nur. Und dann sagte er, ja, nee, mach mal Schauspiel, mach einfach mal eine Ausbildung. Und ich wollte eigentlich Medizin studieren und dachte, komm, machst du das einfach mal, hörst du einfach mal drauf. Ja. Und dann haben wir tatsächlich, es gibt ein Foto von damals, von ihm und mir. Und dann 10 Jahre später, genau 10 Jahre später, habe ich für diese Kinorolle vorgesprochen und habe dann 3 Tage vor Drehbeginn erfahren, dass Jürgen Vogel quasi mein Partner spielt. Ach Und dann Quatsch, hatten wir nach okay. 10 Jahren genau unser Wiedersehen und es war sehr, sehr cool, weil er sich daran erinnern konnte. Und genau, es warten noch schöne andere Projekte von ihm und mir. Die sind jetzt in der Pipeline, aber da darf ich leider noch nicht so viel sagen. Ja. Super toller Mann auch. Ja. Aber die Ja. Welt ist klein, ne? Anscheinend. Also irgendwie kommt Absolut, dann alles so, wie absolut. es kommen muss, ja. Total. Also ich bin auch sehr, sehr dankbar, dass ich da so das goldene Los gezogen habe und sowohl mit Christoph als auch mit Jürgen drehen durfte und darf. Ja. Und also Oh. sehr, sehr toller Mann. Okay, ja, Gott sei Dank. Das hätte jetzt mein Weltbild zerstört, wenn du mir gesagt hättest, Christoph Maria Herbst ist Absolut. nicht sympathisch. Halleluja. Ja, da war ich Super. auch. Also sehr, sehr tolle Männer. Absolut, Cool. ja.
Okay. Ja, dann lass uns aber nochmal auf dich zurückkommen, weil ich habe mal in deiner Setcard so ein bisschen gestöbert und so. Du machst ja so viele Sachen irgendwie. Also du warst ja auch schon beim Tatort mit dabei, Verbotene Liebe warst du mit dabei, dann stehst du auf der Bühne. Gibt es irgendwas, wo du sagst, so, boah, das ist jetzt, das mache ich am allerliebsten? Also wenn man jetzt gerade mal so die Bühne und vor der Kamera miteinander vergleicht. absolut. Das ist eine sehr gute Frage. Also ich muss sagen, was Theater ist super. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, immer auf der Bühne zu stehen. Aber ich muss sagen, wenn ich mich final entscheiden müsste, nur noch einen Weg zu gehen, dann muss ich gestehen, wäre es der vor der Kamera, weil es einfach eine feinere Arbeit ist. Also das ist so, auf der Bühne ist immer alles so sehr groß und man möchte den ganzen Raum befüllen und jeden, auch Person XY in der letzten Reihe abholen, was super ist. Aber ich mag diese Feinarbeiten am Set, dieses Intime, dieses Kleine und diese Genauigkeit, mit der man arbeitet. Obwohl ich sagen muss, eine Sache, die mir beim Film fehlt, wir spielen kein Buch von A, also von Start bis Ende durch, was man im Theater halt hat, ne? Das Stück wird durchgespielt bis zum Ende und beim Film drehst du Szene für Szene. Aber an sich, die Arbeit vor der Kamera ist schon eine pure Leidenschaft, muss ich gestehen, Okay. ja. Ja, wenn man da nochmal genauer hinguckt, wie gesagt, ich hätte jetzt gesagt, du hast Verbotene Liebe, Tatort, jetzt es ist nur eine Phasehase. Das sind ja alles komplett verschiedene Baustellen, irgendwie hat man so den Eindruck. Ne? Ich meine, man kann ja den Tatort nicht mit Verbotene Liebe vergleichen Gar und nicht, gar umgekehrt. Hast du so ein bestimmtes, heißt das dann Genre? Ich weiß es gerade gar nicht, aber so eine nicht. bestimmte Art von Serie oder Film, was du total gerne machst? Also es ist eine sehr gute Frage, weil gerade diese Abwechslung, dass es immer so gar nichts miteinander am Ende zu tun hat, diese Rollen, finde ich immer super, super spannend. Aber es ist wirklich schwierig, was ich sehr gerne oder was ich am liebsten mochte bis jetzt. Kann ich gar nicht so genau sagen, weil jeder Charakter, jedes Genre so seinen Vorteil immer hatte. Ich finde es immer super interessant, da reinschnuppern zu dürfen. Ja, was mir so ein bisschen fehlt, ist so, das hatte ich noch nicht bis jetzt, das kommt aber hoffentlich ganz bald. Dieses taffe, auf Krawall gebürstete junge Mädchen, da muss ich sagen, so ein Rollenprofil, das würde ich gerne noch abdecken. Ja, also jetzt noch nicht mal die Böse in Anführungszeichen, sondern halt wirklich, wie du eben sagtest, so tough und hier, ich lasse mir nichts sagen und. Genau, die so ein bisschen mal auf die Barrikaden geht und mal so Ellenbogen raus und Ja. mal so ein bisschen auch vielleicht auch so ein bisschen Krawall ja mit reinbringt und mal ja so ein bisschen für Stimmung sorgt. Vielleicht kommt es noch, man wird es sehen, aber an sich, also ich muss sagen, diese Vielfalt an verschiedenen Rollen find ich super. Ich muss sagen, der Tatort hat mir besonders gefallen, gerade weil das da so ein bisschen mehr in diese Action-Richtung ging. Und das sowas, wo ich sagen muss, wenn es ein Genre ist, Action ist schon sehr, sehr cool. Ja, Macht schon vielleicht ja Spaß. mit Jürgen dann irgendwann. Kann ja sein, Genau, falls das das noch ist kommt. genau. Genau. Jetzt musst du mir noch mal ganz kurz terminlich helfen, weil ich hatte ja auch auf Instagram gesehen, die Premiere ist ja schon gelaufen. Aber wenn Genau. ich das jetzt richtig im Netz gesehen habe, wirklich losging, Kinostart ist erst am 14. Oktober, ne? Das ist Das ist richtig. richtig, genau. Am 14. Okay. Oktober geht's los, ja. Ja, wie aufgeregt bist du denn? Ich meine, so nach der Premiere hat man ja wahrscheinlich auch schon ein bisschen Feedback bekommen. Oder Kritiken gelesen, wie aufgeregt bist du denn, wenn es dann so richtig losgeht? Schon sehr. Also ich freue mich. Ich glaube, die Freude ist größer als die Nervosität, aber ich bin natürlich sehr gespannt, wie so das Feedback ist. Gerade wenn du weißt, so die Eltern sagen, oh, wir möchten unbedingt uns den Film anschauen, da bin ich dann schon auch sehr aufgeregt, das muss ich gestehen. Aber die Vorfreude ist schon sehr, sehr groß auf das, was dann so an Feedback kommt. Okay, ja, ich bin gespannt, hör mal. Was ich Ja, bei ich dir aber auch, auch. was ich bei dir auch beim Durchstalken gesehen habe, du hast bei besonderen Fähigkeiten steht in der Setcard Apnoe-Tauchen. Ja. Ernsthaft? Ja. Erzähl. Also ich hab wirklich nur Apnoe-Tauchen hingeschrieben, weil mir gar keine Frage dazu eingefallen, weil ich dachte nur so, oh, ich kenne Super. niemanden, der das macht. Erzähl mir das. Ist das wirklich so? Ich tauche ab, bin da, keine Ahnung, ewig lange unten, komme halb bewusstlos wieder nach oben. Und was habe ich davon? Also jetzt mal, sorry. Also ich muss gestehen, ich habe schon oft immer die Flasche dabei. Also gerade so ohne Flasche machen wir eher seltener, weil gerade bei so Wracktauchen, ich liebe es, wenn Schiffe auf dem Grund liegen, wenn die schon seit Jahren da unten irgendwie versauern, sage ich mal auf Deutsch gesagt, und man ja da durchtauchen kann und sich angucken kann, hey, da war mal Leben und jetzt ist da irgendwie nichts mehr. Und das finde ich super interessant. Also egal ob mit Flasche oder ohne Flasche, ich muss sagen, ich
finde das total spannend, was so unter der Meeresoberfläche, was da alles noch so zu entdecken gibt und was für ein Leben da unten auch auf einen wartet, die ganzen Tiere. Also es ist schon sehr, sehr cool. Und wie lange kannst du dann unten bleiben ohne Sauerstoff? Da bin ich noch nicht so ein Profi drin. Also ich bin da noch ein bisschen am Trainieren. Und also es ist, sind, ja, ich würde schätzen, entspannt sind so 3 Minuten. Okay, alles klar. Aber da muss ich aber mich auch sehr vorbereiten. Also das muss ich dir zugestehen. Also ja. Ich gehe einfach mal kurz runter und halte mal jetzt 3 Minuten die Luft an, sondern es ist schon sehr, dass du da so ein bisschen wirklich runterfahren musst und ein bisschen Vorbereitung ja. Gehört schon dazu. Aber klar, wenn man das Gerätetauchen auch vorher schon gemacht hat, dann ist das auch schon mal so eine Übung. Also es ist auch ein langer Weg dahin quasi sozusagen, ja. Ja, aber das wäre ja auch was du theoretisch dann in der Rolle quasi, wenn es denn auf diese taffe Rolle kommt, anwenden könntest. Also absolut, also ich warte drauf, bis jetzt kam irgendwie noch nichts, was so mit Wasser zu tun hätte. Und dann dachte man auch so, ah, jetzt könnte man so. Ja, wenn so die deutsche Verfilmung von Ariel kommt oder so, ich meine, das wäre genau. Ja, sofort dabei. Dafür würde ich mir auch die Haare rot machen. Finde ich auch sehr cool. Ich habe den Film als Kind geliebt. Also ja. Fand ich sehr cool. Nee. Zeiten, Ariel. Ich habe noch DVD, glaube ich, geguckt. Ich glaub, ja, ja gut, ich bin nochmal 10 Jahre älter als du. Ich hatte nochmal VHS. Also von daher. War auch geil. Aber dann lass uns doch auch nochmal über deine Serienvergangenheit sprechen. Das hört sich immer so an, als ob es ewig, also ne, als ob das jetzt abgeschlossen wäre. Aber über das, ja, das genau. Nee, lass uns so über deine Liebe nochmal sprechen. Ja. Da kommt noch ganz viel, aber wir sprechen mal ganz kurz über die Vergangenheit, genau. Verbotene Liebe. Das ist ja auch so ein Ding, gab es ja auch schon zu meiner Jugend. Und wie hoch war denn da der Druck, dass du gesagt hast, okay, das ist jetzt so ein Kultding und jetzt steige ich da ein, du warst ja bei Next Generation auch dabei, ne? Wo viele ja, auch gesagt haben, so, oh, wer weiß, ob das verschlimmbessert wird oder letztendlich kam es ja gut an. Aber trotzdem, wie hoch war denn da der Druck, dass du gesagt hast, so, ich nehme jetzt so einen Riesenklopper und mache da jetzt quasi meinen eigenen Stempel drauf? Ja, total groß tatsächlich. Also ich muss gestehen, gerade Formate wie jetzt beispielsweise Verbotene Liebe, die ich als Kind oder meiner Kindheit geguckt habe oder meiner Jugendzeit, wo das noch gar nicht denkbar war, dass ich vielleicht mal an solche Projekte kommen werde oder diesen Bereich überhaupt irgendwie ausüben werde. Gerade da bin ich dann natürlich auch besonders, ja, aufgeregt schon. Also ich würde lügen, wenn ich sagen würde, ich wäre überhaupt nicht nervös. Ich freue mich natürlich immer mega drauf, aber es ist schon so, dass ich sage so, hey, Caro, gib dir Mühe und guck, dass du das auf gar keinen Fall verbockst, weil ist schon auch, ja, ist, ich fühle mich sehr geehrt, dass ich das machen darf, aber es ist natürlich auch so, dass ich mir denke, hey, du musst gucken, dass du das echt auch gut machst, weil du hast natürlich auch Zuschauer, die schon seit Jahren dabei sind, die natürlich dann auch gewisse Erwartungen haben, was ja auch total normal ist, was ich ja irgendwo auch habe, wenn ich mir eine Serie anschaue, die es schon seit, weiß ich nicht, wie vielen Staffeln gibt. Und aber am Ende des Tages bin ich immer sehr glücklich und denke mir immer, ach toll, ich gehe einfach, oder bis jetzt hatte ich das Glück, dass ich immer mit einem guten Gefühl von den Drehtagen die beenden durfte und ich hoffe, dass das in Zukunft toll, toll bleiben wird. Was hältst du denn gerade von der deutschen Kino- und Serienlandschaft? Ich meine, Lindenstraße warst du ja auch mal dabei, hatte ich gesehen, ne? Aber die gibt es ja leider nicht mehr. Was hältst du denn da von den aktuellen Entwicklungen? Meinst du, wir müssen uns Sorgen machen oder sind wir da deutsches Kino, Film, serientechnisch gut aufgestellt? Also ich bin sehr gespannt, also ich bin sehr dankbar auf jeden Fall, dass wir Netflix haben, gerade was so die neuen Serien und sowas angeht. Also ich glaube schon, dass es schon sehr stark mehr in Richtung Streaming-Dienste gehen wird, weil ich das auch generell merke jetzt in meinem Freundes- oder Bekanntenkreis, ja, die wenigsten gucken noch so aktiv Fernsehen, also zumindest habe ich die Erfahrung gesammelt, dass das schon sehr stark in Richtung Streaming-Dienste geht. Kino hoffe ich mir und wünsche ich mir, dass es nicht aussterben wird. Ich glaube aber auch, dass man sich, was den Kinobereich angeht, dass man sich da keine großen Sorgen machen muss, weil ich jetzt immer mal so drauf geachtet habe, auch im Saal, so welche Leute sitzen um einen herum und es war immer sehr breit aufgestellt. Ja. Alt. Die Kinosäle sind Gott sei Dank wieder ausverkauft. Ich war jetzt zuletzt gestern im James-Bond-Film und dann glaube ich, dass gerade solche Filme, dass die einfach nur im Kino funktionieren werden. Also ich glaube, das Kino braucht man auch in Zukunft. Ja, ich glaube, im Bereich Fernsehen wird sich zeigen, wie sich das so halten wird. Das finde ich immer so ein bisschen schwierig zu beantworten. Aber ich glaube, Netflix muss sich keine Gedanken machen. Wahrscheinlich eher nicht, genau.
Aber dann lass uns doch mal abschließend noch über deine, ja, über die letzten Monate des Jahres reden oder auch über deine Zukunftspläne. Ja, okay, Jürgen, hast du jetzt gesagt, darfst noch nicht so viel zu sagen, eventuell. Aber vielleicht hast du ja noch andere Projekte, wo du gerade sagst, okay, nachdem jetzt es ist nur eine Phase Hase angelaufen ist, steht jetzt das und das auf meiner To-Do-Liste. Genau, also es ist einmal quasi ein Projekt, wo Jürgen Vogel mit beteiligt ist. Da drehen wir im Dezember, ist geplant. Mehr darf ich dazu leider nicht verraten, aber da freue ich mich schon sehr drauf. Und es gibt auch eine Serie, die im Bereich Netflix platziert werden soll, aber da darf ich auch noch gar nichts verraten. Okay. Das ist immer schwierig, weil ich würde immer so gerne. Ja, ja. Aber in erster Linie freue ich mich jetzt erstmal auf den Dezember, wo es dann mit Jürgen wieder weitergeht. Okay, super. Aber so bühnentechnisch ist dann erstmal jetzt, wie du sagtest, wenn du dich entscheiden müsstest und so, heißt das weniger Theater, also und jetzt wirklich genau. Hauptsächlich der Fokus darauf. Ja, dann das sehen stimmt. Wir dich ja öfter, das ist ja schön. Ja, ich hoffe auch, dass im Theater jetzt wieder mehr anlaufen wird. Die waren ja auch jetzt so lange geschlossen. Ja. Es gab ein Stück, da hätte ich die Option gehabt, nochmal zu spielen, aber durch Corona hat sich das dann leider erstmal, ja, mussten wir es auch einigen, was ein bisschen schade ist, aber ich glaube, es bleibt vorher hoffentlich vor der Kamera. Cool. Ja, wie gesagt, dann sehen wir dich auch öfter. Das ist schön. Das freut mich. Vielen lieben Dank für deine Zeit. Ich bin sehr gespannt auf den Film. Ich sag Bescheid, wenn du geguckt hast, was du denkst. Genau, ich schreibe dann erstmal die Kritik dazu. Genau. Finde ich super. Vielen lieben Dank.